Nee, da falle ich nicht nochmal drauf rein. Warum nicht? Nee, fand ich albern. Ja? Fand ich auch ein bisschen respektlos beim letzten Video. Gut, es tut mir leid. Ja? Musst du echt nochmal? Musst du? Ich würde nochmal schnell gehen, wenn wir. Ja, dann mach doch. Kennst du den, Stefan? Ganz kurz. Wir haben ja nur 25 Minuten Rast gemacht. Wie geht's dir, Axel? Oh, ganz gut. Wie geht's dir, Mäuschen? Mir geht's auch gut. Ja? Ja, sehr gut. Schlechten Menschen geht's immer gut. Richtig. Ne? Und uns geht's hervorragend. Ja, blendend. Sowas von. Also, wir haben Frage und Antwort gefragt. Und jetzt antworten wir. Ihr habt gefragt. Und zwar 163 Fragen jetzt nach einer Stunde. Cool. Wie seid ihr zu euren Jobs gekommen und wie fing alles an? Ich habe dazu ein YouTube-Video gemacht. Hat ungefähr eine Stunde gedauert, bis ich das erzählt hatte. Deswegen, Axel, bist du jetzt dran. Wie ich zu meinem Job gekommen bin. Wie bist du damals, womit hast du angefangen? Redest du nicht so gerne drüber, weiß ich. Wieso? Wieso rede ich denn nicht? Was redest du denn da? Ja, dann red doch. Nein, das ist halt schon so lange her. Das ist immer so ein bisschen traurig, wenn ich überlege, dass ich schon seit 20 Jahren irgendwo so in meiner... 20 Jahre schon in meinem Beruf bin. Ja, ich auch. 20 Jahre. Ja, dir sieht man es ja auch an. Ja. Nee, ich habe angefangen mit so kleinen Auftritten für Serien und Filme und sowas alles und irgendwann kam halt die erste richtig dicke Sache und das war... du Haus selbst. Haus oh, wie er sich köstlich amüsiert auf Kosten anderer. Oh, herrlich. Ja, da bist du das aber normalerweise der Allergrößte drin. Ich kann aber auch über mich lachen. Du kannst ja aber nicht über dich lachen. Natürlich. Natürlich. Ja, Stefan, macht nichts. Oh, der Stefan ist wieder da. Also, wie bist du zu deinem Job gekommen? Ja, also ganz ernst, irgendwann bist du ja hier. Ja, wenn du mir nicht immer dazwischen plaudern würdest. Mhm. Also, ich habe angefangen damals immer so Gastauftritte zu machen bei unterschiedlichen Filmen oder Serien. Warum? Wie bist du da angekommen? Hast du dich da angemeldet? Oder deine Mutter? Nee, ich war in so einer, meine Mutter hatte früher so eine Kindermodellagentur, nennt sich das. Und davor war ich aber auch schon irgendwo in so einer Kinderagentur oder Kinderkartei. Warum? Weißt du das? Nicht. Weil deine Mutter dachte, du bist lustig? Weiß ich nicht. Weißt du das, Stefan? Nee, also das kann es nicht gewesen sein. Hattest du da Bock drauf? Oder hat deine Mutter gesagt, der Junge, der muss irgendwas machen, der ist sonst irgendwie, hat der sonst zu viel Zeit? Nee, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie schon immer so, ne, das Bedürfnis, Leute zu unterhalten. Meine Eltern haben das vielleicht erkannt. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie es dazu kam. Ja. Oder wer auf die Idee gekommen ist, mich da in so einer Agentur anzumelden. Und irgendwann hat meine Mutter eine eigene Agentur aufgemacht. Okay. Und irgendwann kam das dicke Angebot für Hausmeister Krause. Da war ich beim Casting, habe Tom kennengelernt und da haben wir uns Tom gefunden. Genau. Mhm. Tom Gerd. Und da habe ich das große Glück gehabt, dass nicht nur Tom das geschrieben hat, sondern auch die Konstantin Film, eine Produktionsfirma, die unheimlich viel und unheimlich erfolgreich ist. Und die haben halt irgendwie auch im Kinobereich sehr viel gemacht. Und da habe ich Ben Eichinger kennengelernt und der hatte mich ja da immer in die Kinobranche halt auch geschmissen und hat dann irgendwie einen Film nach dem nächsten gedreht und habe dann so meine Leidenschaft, Filme zu drehen, entdeckt und wusste ganz genau, das ist das, was ich machen möchte. Und wenn ich jetzt mal so zurückblicke, 20 Jahre lang, dass ich immer noch nicht satt davon bin und Bock habe, geile Filme zu machen, das ist schön. Also, das ist eine coole Frage. Welches Auto, Ralf Götz, welches Auto passt am besten zu eurem Gegenüber? Muss mal kurz nachdenken. Ich würde sagen, ein Range Rover passt zu dir. Weil du bist so bonzig unterwegs. Was ist los? Klar. Guck dich doch mal an. Bescheuert? Kann er nicht. Nee, das mache ich nicht. Welches Auto hättest du denn gerne, was zu dir passt? Außer GT2 RS. Keins. Kannst du sagen, dass ich GT2 RS, dass das am besten zu mir passen würde? Ja. Also ich finde, so ein Auto zu dir würde am besten passen, GT2 RS. Und zu mir? Ja. Also, warte, ich muss kurz aufhören zu lachen. Ja. Also zum Axel finde ich, wird am allerbesten passen... Ein Bugatti Chiron. Ja. Oder? Da bin ich vollkommen d'accord. Ja. Ja. So. Das war lustig. So, nächste Frage. Kommt von Jascha. Seid ihr schwul? Fragt der Jascha. Kommt drauf an. Manchmal. Ja. Ein bisschen gay ist okay, oder? Ja. Finde ich auch. Also, nein, ich bin nicht schwul. Aber ich mag es körperlich zu sein. Ich finde es total witzig tatsächlich, wie Leute es immer noch... für wichtig empfinden, ob jemand homosexuell ist oder nicht, weil mir ist das vollkommen Wurst. Genau, vor allen Dingen ist das irgendwie gut oder ist das irgendwie schlecht oder ist das besser als nicht schwul zu sein?
Also mir alles das, egal was Sexualität oder Religion oder Herkunft angeht, jeder ist so mir wie er will. Alles egal. Richtig. Also ich bin auch nicht schwul. Da macht er auch naja, nichts. Komm mal hier. Ja, wir fassen uns wirklich sehr, sehr gerne an, aber halt Umarmungen, ich massiere den Axel mal oder so, ja, aber halt nicht sexuell. Aber das macht auch nichts, weil wenn das jemand machen möchte, dann ist das auch vollkommen okay. Sind wir nicht, wir mögen uns aber trotzdem sehr, sehr gerne. Ich glaube, dass du mich mehr magst, als ich dich. Das kann gut sein, ja. Fabian Private, welches sind eure liebsten Urlaubsziele und warum? Ja, deine sind ja die Malmediven, hast du ja schon gesagt. Die Malmediven, genau. Nee, ich fahre ganz ehrlich, ich fahre am allerliebsten nach Italien, weil ich das Essen da sehr gerne mag. Und weil du in Italien irgendwie immer nette Leute findest. In Italien sind auch ganz viele Leute, die Autos geil finden. Da kannst du nicht mit einem zu lauten Auto anreisen. Das ist je lauter, desto besser. Die Leute auch. Also das Geniale an Italien ist, entschuldige, dass ich dir wieder ins Wort gefallen bin. Die habe ich schon längst angewendet. Egal in welche Pizzeria, egal wie hässlich die von außen aussieht, egal wie komisch die Plastikstühle aussehen, das Essen ist lecker. Auch so die Mentalität der Italiener. Ich mag die einfach. Ja. Es gibt eine Situation, wo ich die nicht mag. Das ist im Fußball. Ja. Aber sonst liebe ich die Italiener über alles. Weißt du, also du auch Italien? Ja. Liebst das Urlaubsland? Ja. Weißt du, dass Stefan und ich italienische Wurzeln haben? Nein. Ja. Ich bin tatsächlich, oder wir... Die Italiener, kommt daher die Körpergröße? Weil die Italiener sind auch eher klein. Oh Gott, jetzt gibt's gleich einen Shitstorm. Wer von euch kann besser einparken? Fragt Chiron. Das könnten wir ja mal eigentlich mit einer Challenge vereinbaren, ne? Ja. Aber einparken können wir, glaube ich, beide. Beide nicht so schlecht, glaube ich. Aber das Schöne ist ja, wenn Matthias einkaufen fährt, der stellt sein Auto ja einfach irgendwo ab, deswegen muss er gar nicht einparken können. Ich werde vor dem Supermarkt abgestellt und das Auto wird geparkt. Also, nächste Frage. Ivanovic, wie habt ihr euch kennengelernt? Axel, du kannst schöner erzählen, als ich erzähle. Ja, stimmt. Aber ich fahre ja, gerade. Stimmt. Wie haben wir uns kennengelernt? Ich glaube, wir haben uns in über Bologna, ne? Über Tinder, ja genau. Nee, Bologna haben wir uns kennengelernt, oder? Ja. Also wir haben schon miteinander gesprochen und so, aber ich glaube, das erste Mal getroffen haben wir uns in Bologna. Genau, also ein Kumpel von uns, der Nils, der hat gesagt, also der kannte den Axel und er kannte mich. Und der hat dann gesagt, sozusagen. Und der hat dann gesagt, hör mal, ihr beiden Affen, ihr seid irgendwie total gleich. Ihr müsstet euch eigentlich, wenn es nicht ganz doof läuft, müsstet ihr euch ganz gut verstehen. Und dann haben wir tatsächlich einmal telefoniert und dann haben wir gesagt, okay, dann drehen wir mal zusammen. Da habe ich gesagt, oh Gott, der Arme. Da habe ich dieses Beschützersyndrom in mir aufgehen sehen. Ich dachte mir, der Arme, der braucht ja endlich mal einen Freund. Ja. Und dann haben wir tatsächlich zusammen gedreht, haben uns gesehen. Abend vorher, glaube ich, bevor es losging zum Drehen, haben wir uns eine Stunde unterhalten. Und dann haben wir am nächsten Tag gedreht. Und in dieser Stunde habe ich gemerkt, okay, das funktioniert gar nicht mit dem Axel. Und habe dann all mein schauspielerisches Talent aufwarten müssen, dass das irgendwie in einigermaßen okayer Dreh wird. Nein, also ganz im Ernst, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mit Axel zur Schule gegangen bin. Und das nach einer halben Stunde. Dachte ich so, okay, das ist genauso wie ich. Mhm. Ja, ich auch. Du kannst das gerne noch abbinden, ich suche schon mal die nächste Frage raus. Nö, das ist... Ich lass das einfach mal so stehen. Führerschein beim ersten Mal bestanden, fragt Instafeld. Ja, ich auch. Also da habe ich ja auch 8 Jahre drauf hingearbeitet, ey. Also 8 Jahre drauf gewartet, dass ich an die Führerschein machen darf. Mhm. So echt so ein Gefühl von Freiheit, ne? Ja, total. Also ich bin auch, kann ich auch nur jedem empfehlen. Man hört ja so relativ viel, dass die Jugendlichen gar keinen Führerschein mehr machen. Ne? Ja, weil die das auch nicht mehr brauchen. Ne? Was heißt, die brauchen das nicht mehr? Die hängen ja nur noch zu Hause und sind im Chat unterwegs. Ja, also ganz ehrlich. Soll ich dir was sagen? Mir fällt gerade ein, meine Prüfung, ne? Die war, glaube ich, 20 Minuten, meine Fahrprüfung tatsächlich. Ja? Ja, das war auch im Winter. Also ich habe natürlich direkt, als ich 18 wurde, die Prüfung gemacht. Das ist im Januar, glaube ich. Und mein Prüfer kam zu spät. Und wirklich. Und dann hatte der so meinem Fahrlehrer gesagt, ja, tut mir leid, was machen wir jetzt? Und mein Fahrlehrer sagte so, ja, einparken haben wir schon gemacht, kann er. Dann sind wir einmal tatsächlich auf die Autobahn drauf, wieder zurück und das war's. Also 20 Minuten. Und der hat das merkt man heute noch. Relativ schnell gemerkt, dass da. Stefan ist auch noch da. Okay, Ferrari oder Lamborghini? Lambo, auf jeden Fall. Ich mag keine Ferraris. Ich weiß nicht warum. Das hat man fast gar nicht gemerkt beim letzten Video. Ja, ne? Beim GTS meinst du? Ja. Ja, ich weiß nicht warum. Also viele haben ja so Kindheitsträume, indem sie so diese Matchbox-Autos oder so haben oder Ferraris. Klar, optisch gesehen ist ein Ferrari nicht so verkehrt, ne? Finde ich. Aber ich finde, ein Auto ist mehr als nur Optik.
Und wenn ich in einem Ferrari drin sitze oder einen Ferrari höre, dann erzeugt das bei mir keine Leidenschaft. Ich finde mein Ferrari immer zu viel, immer einen Ticken zu viel. Ja. Und wenn ich mir dann noch die Kläuse angucke, die sich, wenn sie sich schon einen Ferrari kaufen, den nicht in Rot bestellen, dann kriege ich... Nicht in Rot? Ja, wenn sich jemand einen weißen Ferrari bestellt oder einen gelben. Die ursprüngliche Farbe von Ferrari ist gelb. Ist mir egal, für mich muss ein Ferrari, wenn rot sein. Ist mir egal. Ja, ist mir alles egal. Okay, gut. Ja, was für mich, du, Lambo oder Lamborghini? Oder kann ich mich und will ich mich nicht entscheiden, weil ich die beide krass finde. Also die Lamborghinis haben für mich noch die krassere Optik. So. Aber was die Technik anbetrifft, die Motoren, bin ich eher Richtung Ferrari. Die werden auch ganz oft Engine of the Year, also ist schon auch eine krasse Auszeichnung. Und die liefern schon auch ab, so fahrdynamisch. Bei Lamborghini stört mich teilweise so ein bisschen der Allrad, aber der Allrad ist auch wieder ein Freudenspender. Ich bin da wirklich hin und her gerissen und ich kann und will mich nicht entscheiden, also auf jeden Fall beides. Du, okay. Herr Lambo, wie findet ihr den Bentley Continental GT, fragt der Georg. Ja. Optisch, ich bin ja noch nicht gefahren. Ja, es ist ein mega Auto. Ich empfehle an dieser Stelle mal wieder ein YouTube-Video, was ich dazu gemacht habe. Schön, dass du hier nur Werbung für deinen Kanal hast. Auf meinem Kanal. Toll. Sehr kollegial. Das Auto ist wirklich der Oberhammer. Was waren eure ersten Anfängerfahrzeuge und wie würdet ihr sie heute sehen, wenn ihr sie nochmal fahren könntet? Fragt irgendwie keine Ahnung. Also der Name heißt irgendwie keine Ahnung. Okay. Also ich hatte, meine erste Fahrzeit habe ich mit einem Polo gemacht. Und mein erstes eigenes Auto war ein 3er BMW tatsächlich, ein 320D. Geiles Auto, E46. Ja. Mega Auto. Ja. Und das war mit 18 okay. Ja, das war mit 18 krass. Da hattest du schon die ersten Gagen quasi bekommen, ne? Auch. Da war ich schon hauptberuflich tätig, ja. Okay, mein erstes Auto war tatsächlich ein Golf 2. Der war cool. Mega. Golf geht immer. Also wirklich. Und dann war mein richtiges, wirklich selber gekauftes Auto, war ein BMW 528i. Geil. Uralte Karre, hat damals 600 Mark gekostet. Mack! Hatte so ein bisschen die Farbe außen, innen drin beiges Leder. Und war natürlich handgerissen, Heckantrieb, gib ihm. War richtig gut. Cooles Auto. Statement zum i30N, fragt der Timmel 19. Bin ich noch nicht gefahren, ist nicht das erste Mal, dass ihr i30N fragt. Das Auto hat eine extreme Aufmerksamkeit gerade im Moment, Hyundai i30N. Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also auch kein Statement von ihm. Ich bin auch noch nicht gefahren, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Würde mich aber freuen, wenn mal einer bei mir vor der Haustür stehen würde. Frage, die nur an dich geht, Axel, ja. Von Stifti. Schauspieler oder lieber Profi-Rennfahrer? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin mega glücklich mit dem Job, den ich machen darf. Und ihr merkt ja, ne, dass ich da wirklich noch brenne. Aber natürlich ist Autofahren und Rennfahren immer noch eine mega Leidenschaft von mir. Und ich glaube, das wird immer wieder, also immer noch ein Traum für mich bleiben. Total utopisch, aber ich werde ja natürlich nie Rennfahrer sein, weil als Rennfahrer musst du natürlich dich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen, außer dieser Kiste oder mit ne? Das ist einfach utopisch, deswegen wird es immer ein Traum bleiben. Wolli 56 fragt, 24-Stunden-Rennen auf dem Ring mitfahren, getrennt oder in einem Team? Ich würde sagen, wenn dann in einem Team tatsächlich. Ja, hundertprozentig, ne? Also in einem Team und hätte ich richtig Bock drauf. Problem ist nur, der Axel hat aktuell Standrunden auf der Nordschleife 0. Nee, das stimmt nicht. Eine. Eine. Wir sind mit dem Bentley doch geknallt. Genau. Ja. Aber davon bin ich die Hälfte gefahren und du die andere Hälfte im Schlitten. Ja, genau. Nee, das Problem ist, also 24-Stunden-Rennen, Nordschleife, ich fahre nicht Nordschleife. Ich fahre nur, also Grand Prix-Strecke, die bin ich ja schon, ne, so ein paar hundert Runden gefahren. Aber die Nordschleife, ihr kennt das vielleicht, ich kann mich ziemlich gut einschätzen. Und wenn bei mir das Visier unten ist, dann sehe ich wirklich rot. Dann gehe ich dann ans Limit. Und das ist mir einfach für mich zu gefährlich tatsächlich. Für mich nicht. Und wenn irgendein Teamchef zuschauen sollte, ich möchte unfassbar gerne mal bei dir 24-Stunden-Rennen fahren. Bei dir sorgt sich aber auch keiner, wenn was passiert. Richtig. Auf. Manu fragt, gibt es die Möglichkeit, mal vom Qualmedi-Taxi abgeholt zu werden? Ja, das kostet natürlich 1,5 Millionen Euronen. Nein, also ganz im Ernst, die Möglichkeit gibt es leider nicht. Es
gibt immer mal wieder die Möglichkeit, mich zu treffen bei Grip das Motor Event zum Beispiel dieses Jahr, Nürburgring und Red Bull Ring. Ich mache diesen Fahr-Event immer in Südtirol, da gibt es die Möglichkeit mitzufahren von Drive Elements. Gibt es auch auf Insta hier, könnt ihr auch mal reingucken. Diese Möglichkeiten gibt es immer mal wieder, aber ich kriege natürlich sehr viele Zuschriften und Fragen. Okay, Matthias, mein Bruder feiert nächste Woche Hochzeit, kannst du vielleicht das Hochzeitsauto fahren? Mit solchen Anfragen ist es leider schwierig, weil ich tatsächlich einen Beruf habe, dem ich nachgehe, nämlich Videos zu drehen und Autos zu testen. Und das ist tatsächlich ein Fulltime-Job. Und ich habe einfach keine Zeit dafür, durch Deutschland, Österreich, Schweiz zu reisen und diese Wünsche alle zu erfüllen. Würde ich tatsächlich gerne öfter machen, geht aber leider nicht. Nicht böse sein, bitte, okay? Auto, was ist dein Traumauto? Was ist dein Traumauto? Es gibt nicht mein Traumauto. Es gibt ganz mein Traum ist, ganz viele Autos zu haben. Ja, genau, meine auch. Aber so, wo wir eben davon gesprochen haben, eine Bugatti Chiron, wolltest du mich auch mal fahren lassen, ne? GT2 S ist das nächste. Ja, erst da bin ich ja eh von ausgegangen, dass das nicht mehr klappt. Und die Chiron, da schließt sich auch die Frage an, von dir steht da auch ein paar Mal drin, wann macht ihr oder du 400 km/h? Ja, steht auf der Liste, Leute. Wir kümmern uns. 400 km/h, das ist eine geile Sache. Ja. Wann heiratet ihr? Ich wäre auch gerne dabei, Kappa Alpha. Vielleicht morgen. Oder vielleicht ist das nächste Video. Wie wir heiraten? Ja, in Vegas. Alter. Wie soll man in Vegas heiraten? Sollen wir in Vegas heiraten? Welche Sportart, fragt der Paul, welche Sportart übt ihr nebenbei noch aus? Also ich spiele natürlich Fußball. Ich habe jetzt schon seit dem letzten Jahr zwar nicht mehr regelmäßig gespielt, aber ich liebe Fußball spielen und natürlich Mountainbiken. Ne? Ich habe so ein geiles Mountainbiken. Wir müssen zusammen Mountainbiken fahren gehen. Habt ihr irgendwelche Rituale, fragt Wisse Max. Ja, wenn ich die Haustür abschließe, gehe ich ungefähr noch dreimal zurück, um zu gucken, ob sie wirklich abgeschlossen ist. Das mache ich tatsächlich beim Auto, ja. Ne? Also beim Auto mache ich das natürlich auch. Ich weiß ganz genau, ich gucke mir den Schlüssel an und schließe ab. Und wenn ich 10 Meter weggehe, drücke ich nochmal drauf. Ich so auch. Ein Idiot, wirklich. Machst du beim Dreh irgendwas, bevor du den Take machst? Greifst du dir einmal in die Nase oder sowas? Hast du sowas? Das ist eine gute Frage, das habe ich mir noch nie gefragt. Ich bin da, beim Drehen ist es wirklich, da bin ich in so einem Modus, da lege ich wirklich so einen Hebel um. Ich muss ja unheimlich viele Anweisungen auch befolgen, also von Regie und Technik. Ich weiß gar nicht, was ich da alles mache. Bestimmt mache ich da irgendwas. Muss ich mal. Ich glaube, ich huste. Ich räusper mich kurz, damit ich freisprechen kann. Ja. So ein. So was mache ich auch immer. Ich muss noch mal ganz kurz zurück zu der Frage von De Paule. Welche Sportart übt ihr nebenbei noch aus? Stefan, wir haben dich Ballett, noch gar nicht gefragt. Du machst doch auch Ballett, oder? Nee, Stefan noch müssen wir doch. Stefan, machst du Sport? Ja, ich weiß, was Stefan macht. Rittersport. Der ist so einfach und so schlecht, aber gleichzeitig so gut. Ja, ich weiß nicht, was Stefan. Was, Stefan, machst du wirklich keinen Sport? Sumo. Ihr seid so witzig. Ja, danke. Ja, sag doch mal. Für den ist auch Sprechen schon ein Sport. Boah, da habe ich wieder Muskelkater. Ich spiele auch Fußball ein bisschen. Was ist denn dein Traumauto, Stefan? Ich weiß nicht. Welche Autos findest du denn geil? Ich finde Porsche ganz geil. Aha. Boxer? Nee. Cayenne? 911? Nee, Macan ist Panamera? Porsche Macan ist ganz schön. Ja, findest du? Aber den neue gefällt mir nicht. Der Macan? Ganz neue. Macan? Yes. Ich finde so... Was ist? Das ist Filstagram fragt, in letzter Zeit mal wieder einen Fahrradfahrer stürzen sehen. Das ist ja witzig. Apropos Essen, da ist der Fedora, Mann. Frag mal, was er geladen hat. Hi! Entschuldigung, was haben Sie denn geladen? Ich habe momentan gar nichts. Nee? Gar nichts. Oh Gott! Also, von gar nichts werden wir aber nicht satt. Alles okay sonst? Okay. Oh Gott. Nee, komischerweise ist der Fluch irgendwo aufgehoben worden. Ja. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Schöne Grüße, Filstagram. Superheroes, seid ihr zwei Geschwister? Fühlt sich manchmal so an. Nee, bei dir anscheinend meine nicht. Geschwister mag ich. Ja. Also, nicht alle, aber. Eure Meinung zu The Grand Tour? Finde ich geil. Fragt Eugen. Finde ich auch gut. Richtig gut. Ich gucke es wirklich nicht regelmäßig, aber immer wenn ich so mal abends Zeit habe. Also ich gucke, wenn die Staffel rauskommt, gucke ich das regelmäßig. Ja, ich gucke es sofort, wenn es da ist. Ich habe gar keine Zeit für. Ja, die Zeit nehme ich mir, weil ich habe die irgendwie, ich lade das dann aufs Handy oder aufs Tablet und dann gucke ich mir das im Flieger an. Flieger, ja, okay. Ja.
Okay, dann war das mal ein Frage-Antwort-Spiel. Vielen Dank für eure tollen Fragen. Und Stefan, danke auch für deinen Input. Ja. Das war wirklich mal wieder... Das war wieder allererste Sahne. Ja. Da wissen wir gar nicht, Stefan, wie wir das alles unterbringen können. Nee. Ne? Ich finde, der Stefan könnte mal die Abmoderation machen. Ja, ne? Ciao. Schön, dass ihr da wart. Ja, so. Danke euch. So, wolltest du noch eine richtige hinten drauf zimmern? Nee. Komm jetzt. Nee, ich kann sowas nicht. Junge, der hat einen Sprachschatz von ungefähr 12 Wörtern. Wie willst du deine Abmo machen? Okay, Leute. Wir haben euch lieb. Tschüss. Kuss auf die Nuss. Bis bald. Ciao.